Insgesamt 24 Läufer der Sportvereine MTV Treubund Lüneburg und des CFC Germania 03 Köthen starteten am vergangenen Freitag zum traditionellen 22. Partnerstädtelauf in Köthen. Kurz vor 19 Uhr übergab Köthens Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander vor dem Köthener Rathaus den Läufern den traditionellen Staffelstab samt einer Grußbotschaft für das Lüneburger Stadtoberhaupt. Ja, wie gesagt, dieses Jahr der 22. Partner Städtelauf ist damals eine Idee gewesen, gleich nach der Wende, dass wir uns mit den Partner Städteläufern treffen. Kurzfristig waren damals 14 Tage Zeit nach der Wende und da wurde das organisiert. Diese wichtigen Dinge, dass wir zum Laufen dazugekommen sind, das zeigt also, dass wir uns jährlich mit diesem Partnerstädtelauf hier beschäftigen zwischen Lüneburg und Köthen. Macht immer wieder Spaß und man sieht ja auch die Anzahl der Leute, dass die Nachfrage sehr groß ist von Lüneburger und auch Köthener Seite. Mit einigen Begleitfahrzeugen machten sich die Sportler dann auf den rund 250 Kilometer langen Weg nach Lüneburg, welcher staffelweise in jeweils 3 Kilometern gelaufen wurde. Ja, wir haben dieses Jahr 24 Leute, also 12 Köthner, 12 Lüneburger, dazu die Begleiter, Helfer, Fahrer. Also der Aufwand ist eigentlich enorm, aber mit Unterstützung Stadt. Ja, Lüneburg und Stadt Köthen sind diese Dinge immer noch möglich und wie gesagt, ist zur guten Tradition geworden und möchten auch die Dinge wie an der Grenze, Mackendorf und Dören wieder beibehalten mit einem Schluck Sekt. Ich denke, dass wir, wenn das Wetter so hält, morgen gegen 6 Uhr an der Grenze sein, dort diese notwendigen Informationen mit dem Bürgermeister austauschen und dann geht es weiter und wir wollen ja dann auch zu dem großen Hansefest, was an diesem Wochenende stattfindet in Lüneburg, teilnehmen. Hoffentlich sind wir morgen Abend nicht ganz so kaputt, dass wir noch an einer Veranstaltung teilnehmen können. Nach 21 Stunden und 38 Minuten erreichten die Läufer ihr Ziel Lüneburg und wurden herzlich in Empfang genommen. Am Sonntag beteiligten sich alle Köthener Läufer zudem am Sternlauf anlässlich des 32. Internationalen Hansetages in Lüneburg.